So, den Kollegen hier müssen wir jetzt auch noch umhauen. Yay, Skype hat's mal wieder erwischt. Connection lost. Und TeamSpeak auch. Ah, mal wieder der übliche Disconnect zwischendrin. Okay. Oh, macht ja nichts. Die Skype-Bildschirmübertragung muss ich dir wieder geben, ne? Moment. Solange die Aufnahme nicht abbricht, sage ich. Nee, nee, die ist davon unbeeinflusst. So, okay. Oh, ein Snorlax. Ja, das zweite. Das darf ich jetzt einfach umhauen. Das erste habe ich ja schon gefangen. Es war erstaunlich pflegeleicht dieses Mal. Es ist mir nämlich, glaube ich, im ersten Ball drin geblieben. Was? Hm? Im ersten? Ja. Das ist echt. Das ist ein Wunder. Ja. Normalerweise immer das größte Arschloch, was rumrennt. Seine Fangrate. Und dann tut es sich auch noch ständig heilen. Oh, ein weibliches Relaxo. Wobei, eigentlich könnte ich eigentlich wegrennen. Ist ja egal. Die paar EP kommt jetzt auch nicht an und da riskiere ich nicht, dass ich jetzt von dem Team umgehauen werde. So, jetzt machen wir einen kleinen Zwischenstopp in Orania. Pokémon heilen und so. Moment, ich sollte vielleicht nur wieder... Ist ja auch schon eine Zeit lang her, dass wir hier waren. Dann machen wir jetzt noch die Schweigebrücke. Und hier neben mir steht die nette Dame, die mir den Kampffahnder gegeben hat. Oh. Hm. Okay, was ist das? Kann ich benutzen, um Trainer zu Rückkämpfen herauszufordern. Ach so. Okay. Super zum Trainieren und ein bisschen zum Geldfarmen. Ich habe gestern und vorgestern mal wieder einen alten Klassiker ausgepackt, der noch auf meiner Festplatte rumschlug. Was weißt du noch, du ihn kennst? Der nennt sich Little Fighter 2. Nee, das sagt mir jetzt wirklich nichts. Zum Beat'em-up ist, Beat'em-up ist das. Ein Liebespärchen mit einem männlichen und einem weiblichen Nidoran. Okay. Irgendwo war mir das schon wieder klar. Ab hier sind die Trainer wieder ein gutes Stück schwächer. Und nochmal, näher. Nee, der kann nicht vergiftet werden, der hat einen Gifttyp. Gift-Pokémon, so wie Magnetilo und Magneton, sind hier die einzigen, die nicht vergiftet werden können. In der nächsten Edition, dann kommt dieses Wunder-Pokémon vorbei. Das mit der Korrosion. Ja, das alles vergiften kann. Ja. So, dann haben wir das Gift auch schon wieder. Mal eine kurze Frage, wie viel Geld habe ich eigentlich inzwischen schon wieder? 69.000, okay, ich bin kurz davor, mir die nächste schöne TM zu holen. Von den netten Damen in der Spielhalle. Die nächste kostet mir nämlich 70.000. Die habe ich bis dahin. Muschas. Beim
Muschas immer schön speziell draufhauen. Gutes speziell? Ja, in Gen 3 ist das Ding noch speziell. In Gen 3 sind alle Pflanzenattacken speziell. Okay. Genauso wie alle Feuerattacken speziell sind. Alle Normalattacken sind physisch. Kampf ebenfalls alles physisch. Flug genauso. Typeffektivitäten waren da, also die physischen speziell waren da wirklich noch an den Typen gebunden. Das heißt, erst in Gen 4 geändert worden. Folglich ist Rankenhieb hier eine spezielle Attacke und Säure eine physische, obwohl das in Gen 4 dann andersrum war. Spukball ist übrigens auch eine physische Attacke in diesem Spiel. Oh. Und Biss ist eine spezielle. Weil Geist ist ein physischer Typ und Unlicht ein spezieller. Ist auch dann umgedreht worden, weil Spukball war ab Gen 4 eine spezielle Attacke und Biss war seit Gen 4 wieder eine physische. Wobei Biss in Gen 1 auch mal physisch war. Weil in Gen 1 war es eine normale Attacke, normal war ein physischer Typ, seit Gen 2 ist es eine Unlichtattacke, Unlicht ist ein spezieller Typ. Ja. Es hat sich über Gen 3 dann gehalten und seit Gen 4 ist sie wieder physisch. Ja, der Biss. Hier dürfte ich übrigens auch nochmal was angeln. Ein Tentacool. Ach. Ach. Plus 3 Angriff. Oh. Kreuzhieb will er lernen. Ist die Frage, brauche ich Felsgrab noch? Unter Umständen ja. Felsgrab ist halt wieder eine Coverage, ne? Mach mal einen Geowurf einfach weg. So viel Coverage bietet Felsgrab nicht, die hat nur Stärke 50. Okay. Und Kreuzhieb ist halt wirklich eine hammerharte Attacke, also. Es ist eine Steinkante als Kampfattacke, wenn du es dir so vorstellen willst. Ja. Okay. Also Stärke 100, Genauigkeit 80, hohe Volltrefferquote. Und hohe Volltrefferquote ist in Gen 3 noch 25%. So. Und das Item da hinten komme ich erst dran, wenn ich einen Surfer habe. Die VM dafür habe ich zwar schon, aber ich habe weder ein Pokémon, das die Attacke lernen kann, außer ich bringe es jetzt dem Krabby bei. Und noch habe ich den 6. Arena-Orden, den ich dafür brauche. Der Angler Arthur. Arthur? Nee, Arthur. Ja. Arthur. Ich habe es jetzt nur etwas englisch ausgesprochen. Nee, ich hab das jetzt hier ausgesprochen mit dem R. Arthur. Mhm. So wie ein Pirat. So, Dirk hier hat auch aufgeholt. Das Team ist wieder im Level gleich. Durch Wasser-Pokémon kann er sich immer schön durchschnetzeln, der Dirk hier. Ja, vor allem mit Rankenhieb. Rankenhieb war hier noch nicht sonderlich stark. Echt? Hat Stärke 35. Oh. Ist in Gen 6 dann auf 45 hochgebufft worden. So. Und dann sind wir jetzt in Lavandia. Lernt er noch Rasierblatt? Rasierblatt hätte er gelernt, wenn ich ihn bis Level, was war das, knapp unter 50 oder so, hätte ich ihn als Ultrigarier lassen müssen. Oh.
Ich kann sie ihm jetzt noch beibringen. Ich kann ihm, glaube ich, irgendwas noch beibringen, wenn ich zwei Mini-Pilze habe. Die kriege ich allerdings erst, wenn ich einen Detektor habe. Dafür brauche ich ein bisschen mehr Pokédex-Einträge, die ich dank Nuzlocke-Regeln momentan noch nicht wirklich so kriegen kann. Weil aktuell habe ich 35 Gefangene, was eigentlich schon viel für meine Verhältnisse ist in diesem Moment. So. Weil ich momentan nichts habe, was fliegen kann. Darf die Lotte jetzt erstmal was machen? Ist nur ein kurzzeitiger Austausch, ich brauche sie jetzt nur kurz zum Fliegen. So. Ich würde sehr gerne Sorti das Fliegen beibringen, das kann allerdings erst lernen, wenn er ein X-Bad ist. Golbat kann fliegen nicht. No. So. Dann haben wir das jetzt soweit. Wenn das jetzt nicht im Zusammenhang mit der Attacke und Pokémon gewesen wäre, hätte ich gedacht, das wäre jetzt sogar ganz schlechte Grammatik gewesen. Okay. So, was haben wir? Golbat kann fliegen. So, Giftarena. Wir haben hier auch, wir haben hier auch ein paar vereinzelte Psycho-Pokémon hier drin und auch ein paar Käfer-Pokémon. Das heißt, aufräumen werden hier wahrscheinlich Konchan und Skadi und du wahrscheinlich auch ein bisschen, aber nicht gegen die ganzen Smogon. Nee, nee. Ja, ich werde das wahrscheinlich ein bisschen einfach halten. Ich könnte zwar rein theoretisch ein paar Psycho-Pokémon, die ich schon habe, trainieren dafür, aber habe ich jetzt keine Lust zu. Und das Team, wie ich es aktuell habe, das gefällt mir so. Okay. Level 34 Traumato. Das erhöht seinen Angriff. Na gut. Nächste Flammenwurf sollte es umhauen. Kadabra. Da bleiben wir doch einfach drin. Okay. Der macht nichts mehr. Sortim ein bisschen mit nach vorne. Jongleur Milo. Ach, das war der mit dem... Oh, Level 38 Hypno. Ich will Sorti da jetzt ehrlich gesagt nicht drin lassen. Der hat eine Psychoschwäche. Kopfnuss. Mhm. Flammenwurf ist stärker als Biss in diesem Fall, weil Biss kommt auf eine Stärke von 120. Flammenwurf kommt ja auf 135.
Okay. Der tut irgendwo doch noch weh. Hätte mir vielleicht die Spukball-TM schon holen sollen. Ja, das wäre wahrscheinlich schlau gewesen, aber... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und ich will meinen Flamara nicht verlieren. Okay. Ja, der hat ein sehr tolles Moveset hier. Lohnt sich dafür ins Pokémon Center zu gehen? Ja gut, das ist um die Ecke. Und dafür jetzt ein Gegengift rauszuhauen. Ich muss da ganz kurz was holen. Ja, mach das ruhig. So. Dann machen wir hier einfach mal schön gemütlich weiter. Jongleur Chuck. Der hat ein Traumato. Na gut, in dem Traumato traue ich mich jetzt drin zu bleiben. Das Ding hat jetzt nicht den besten Spezialangriff. Und anscheinend noch kaum Def. Aber Psychokinese kann er. Na klar, senkst du meine Spezialverteidigung. Okay, in dem Kadabra will ich jetzt nicht mehr drin bleiben, wenn meine Spätzdef gesenkt ist. Ist schon irgendwie witzig. Man macht hier eine Giftarena und es kommen einem nur Psycho-Pokémon entgegen. Und schon faszinierend, dass der Ruckzuck-Hieb von Konshan fast ausreicht, um ein Kadabra zu one-hitten. Ich habe mich gerade schon wieder darüber ausgelassen, dass man hier in einer Giftarena kämpft, aber hauptsächlich gegen Psycho-Pokémon kämpft. Ja, bis jetzt habe ich fast nur Psycho-Pokémon gesehen in dieser gesamten Arena. Okay. Habe ich überhaupt schon ein Gift-Pokémon hier gesehen jetzt? Bis jetzt waren es, glaube ich, 4 Traumatos, ein Hypno und 2 Kadabra. Es waren bis jetzt nur Psycho-Pokémon tatsächlich.